Hi, herzlich willkommen und ich grüße dich zu einem neuen Projektteil, das ich jetzt gerade mal so verbinde mit einem neuen Mount Farm Run. Und zwar geht es diesmal nach Zul'Gurub. Und jeder, der schon damals in der Classic-Version Probleme hatte, beziehungsweise Pech hatte und weder Panda noch Zulianischer Raptor getroppt ist, für den bietet sich jetzt natürlich mit Stufe 90 eine neue Möglichkeit, das Teil solo zu fahren. Zumindest den Panda. Du siehst schon hier im Hintergrund, ich bin mit Deathkrieger unterwegs und ja, fahren wir ganz einfach von Kilnara den Panda. War relativ gut möglich, muss ich sagen. Den Trash bis dahin habe ich sogar als DD gemacht. Muss zwar ein paar Mal essen zwischendrin, aber hat alles funktioniert. Und das ist auch mein First Try gewesen, den ich aufgenommen habe. Also ist nicht wirklich so anspruchsvoll. Kann natürlich auch sein, dass es mit DDs begeht, aber da will ich jetzt mal nicht so voreilig sein. Ich habe es nicht probiert. Vielleicht geht's, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Und ja, zu Blutfürst Mandukir, der den Zulianischen Raptor droppt, mag ich noch anmerken, dass es als Solo-Klasse ist, eigentlich unmöglich ist, zumindest aus meinem Standpunkt jetzt den Solo zu fahren. Ganz einfach, weil er dich jedes Mal instant umklatscht und dich ja mit dem Geist wiederbeleben will und dann resettet natürlich der Kampf. Und ja, von daher Kilnara relativ locker und der Mandukir eigentlich fast unschaffbar. Ich kann mal durchaus denken, dass es mit dem Hexer zum Beispiel klappen kann. Ganz einfach, wenn du die Aggro hast, dein Pet quasi als DD und als Nicht-Tank gelistet wird und er dann das Pet umhaut, kann sein, dass es funktioniert. Ich habe es nicht probiert, beziehungsweise noch nicht probiert. Werde ich vielleicht in Zukunft mal in Angriff nehmen, aber vielleicht hast du es bis dahin ja selbst schon rausgefunden. Und ja, ganz kurz zu den Projekten. Mittlerweile bin ich eigentlich mittendrin in den Klassenguides und die Hälfte kann ich jetzt mal von mir behaupten, ist ja schon hochgeladen. Aber es gibt natürlich noch andere Klassenguides, die folgen werden. Ich habe auf Facebook eine Liste gepostet, was alles so noch kommt. Zum Beispiel Magier, Feuermagier, Arkanmagier, Shadow Priest wollte ich noch machen. Und jeder, der mich in der Real ID geaddet hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich relativ oft mit dem Krieger mittlerweile on bin. Und natürlich auch zum Krieger Waffen und Furor machen möchte gerne, aber das wird natürlich eine Zeit dauern, denn ich muss ganz einfach gestehen, dass es natürlich auch viel Zeit kostet, sich mit den Klassen viel zu beschäftigen, dass das Ganze auch natürlich Hand und Fuß hat und ich dir nicht irgendwie was ans Ohr laber, was zum Schluss gar nicht stimmt, das will ich auch nicht. Und von daher werden die anderen Klassenguides natürlich folgen, aber es wird durchaus eine Zeit eben ins Land streichen. Und ja, ganz kurz noch zum Krieger. Momentan tendiere ich eher so dazu, den Krieger öfters zu spielen als den Hexer. Und ja, eben auch zum Beispiel PvP-Videos zum Krieger zu machen. Wann genau ich das in Angriff nehme, weiß ich noch nicht. Ich bin auch momentan noch dabei, PvP-Equip zu farmen. Von daher lasse ich das mal noch offen. Ja, die Let's Plays laufen natürlich weiterhin wie gehabt. StarCraft 2 habe ich jetzt angefangen und Dragonborn ist kurz vorm Fertigwerden. Von daher, wird danach nur noch XCOM erstmal folgen. Das werde ich auf jeden Fall auch noch fertig spielen. Das will ich ganz einfach auch selbst die Story erleben. Auch wenn mir da ein kleiner Fauxpas unterlaufen ist. Das wirst du aber in den nächsten Teilen dann erfahren. Allerdings werde ich erstmal Dragonborn fertig machen und ja, eben StarCraft 2 wird weiterlaufen. Am Sonntag wird es natürlich auch wieder weitergehen mit StarCraft 2 Squadron Tower Defense. Yay! Und ja, ich habe mir ganz einfach überlegt, im Sinne des Let's Play Together, in Anführungszeichen, können wir ganz einfach einen eigenen Clan aufmachen. Draufgebracht hat mich eigentlich Crabble und ich meine, es war noch jemand gewesen, Treeforce. Ja, schreibt mal in die Kommentare einen coolen Clan-Namen rein. Noch ist ja offen, wie der Clan heißen wird oder wie er heißen wird, ganz einfach. Und je nachdem, welche coolen Clan-Namen da in den Kommentaren drinstehen, können wir natürlich auswählen. Und in diesem Sinne war es das schon zum Projektvideo. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war nützlich, auch der Farmrun, der im Hintergrund läuft. Und ja, ich bin raus und wir hören uns.